So ist ganz, was heißt das? Gemischt. Gemischt. Ganz mit Wasser. Und dann noch ein. Da habe ich wieder. Und habe ich ja da. Und da habe ich 800 Meter Rohr reingelegt. Und am letzten Tag hat war es 55 Grad, okay. Uff, schon habe ich gedacht. Und dann nächsten Tag war es 75. Hoi. Okay. Da habe ich angeguckt, jetzt müssen wir Wasser daran haben. Das war kein Wasser drin. Okay. Das haben sie ja. Dann war es lange in 55. Okay. Aber ich habe ja auch Fehler gemacht. Von das Vlies. Was heißt das Vlies auf das? Vlies? Das Holz. Material, also von dem Holzschnitzel? Holzschnitzel. Ja, war ja eineinhalb Monat alt. Okay. Und vielleicht war es, ich habe Poppel. Okay. Na, das ist okay. Ich habe ja nachher gehört von Martin Beck. Beck. Die Bark. Die Rinde und das Holz muss einen guten Anteil haben. Ja. Und das, je größer, je kleiner Anteil. Das ist ja klar. So wird es. Und diese zwei da hier waren, sie haben so viele Fehler. Ja, hier hat es richtig gestürmt und hier sind viele, viele Bäume umgefallen. Aber hier sehen wir jetzt den Biomeiler in der Nähe von Tondern. Diese war auch im Sturm. Runter. Zack. Junge, Junge. Ich habe es ja mit so. Ah, super. Super gemacht. Das war, also jetzt ist es raus. Jetzt ist, das hat ja funktioniert. Aber nur ist kalt, ne? Ja, da, ich habe es auch, die Tag, wo wir telefoniert haben, habe ich das vor abgeschaltet. Mhm. Wir haben, also das System funktioniert, ja, aber man muss es ja richtig machen. Ja. Richtig anschließen. Ja, das ist ja, das ist, ich bin ja Bauer, nicht? Und nicht der Heizungsmonteur. Ja. Sie haben so viele Fehler gemacht. Ich habe gesagt, das kann nicht richtig sein. Ja. Ja, die haben das noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Ja, aber oder? Als Heizungsbauer, das ist. Also, ne, eigentlich muss das wissen. Also es gibt einige. Ach, das kann ja nicht so viel sein. Das ist nicht kompliziert. Das ist ja einfach. 100 Jahre Heizungsbau. Ah. Ne? Das ist ja nichts anderes als wie so ein Solarmodul, weißt du, mit wo Heißwasser durchläuft. Ah, du hast das gute Rohr genommen. Ja, habe ich auch. Also, ich finde, ich habe es alles richtig gemacht. Richtig gemacht. Ja, hast aber du auch. Die Material muss ein bisschen anders sein. Du meinst das Material innen drin? Ja. Okay. Wir müssen das Pile, nennen wir das auf Dänisch, glaube ich. Viele. Man baut auch welche, wo man, wenn man von diese Septitank und sowas, kann man das rausnehmen, dann nimmt das Stickstoff. Stickstoff, ja, okay. Das heißt, sie gehen hoch in Short Time. Ja, in kurzer Zeit. Was heißt, auf Dänisch nennen wir es Peel. Das ist auf nassen Boden. Ah, das ist so. Man muss ja. Wo nutzt du das denn normalerweise? Wo baust du das ein? Ja, die wirst ihr kann ja gehäckselt einmal im Jahr, wenn es. Pappel meinst du? Nee. Das ist nicht Pappel, aber. Nee. Miscanthus? Miscanthus ist das dieses Elefantengras, was schnell wächst. Ja, kann nicht Elefantengras, aber. Ja, also man kann auch, wenn man von Toilette und sowas, dann kann man sie da rein. Und das geht auch für Reinigungen, das Material. Okay. Okay, dann zieht das den Stickstoff raus. Das zieht das Stickstoff raus.
Und die werden ja nicht so groß. Die werden ja nicht so. Mhm. Und dann wird diese Teil ja größer. Ja. Das ist der Maschenteil, mir das erklärt habe. Und das wäre Material, glaube ich, am besten. Komplett. Ja, und dann mit Dünger. Mit Hühnermist. Mit Hühnermist. Hast du Hühnermist genommen oder Rindermist? Nee, Rinder. Rindermist. Du hast aber auch Hühner, dann kannst du ja auch Hühnermist nehmen. Ja. Mit Hühnermist geht die Temperatur ganz hoch. Ja, aber dann geht es ja schnell, nicht? Nee. Also ich habe gefragt. Wir waren jetzt gerade bei einem Biomeiler, den wir aufgebaut hatten im März diesen Jahr. Und der ist immer noch bei 73 Grad. Und der hat Hühner. 73? Ja, der hat 30% Hühnermist. Der hat von der Biogasanlage 7000 Liter Gülle gehabt. Und er hat 60% Holz. Also gemischtes Holz. Aha. Und wir waren gerade bei Asker und Askers Biomaler läuft auch noch bei 45 Grad und er hat alles mit Pappelholz gemacht. Und Asker will... Kein Mist. Doch, Hühnermist hat er, 30%, ja. Na, 30%. Aber er hat auch so viele Hühner wie du, ne? Ja. Ja. Und Asker will dieses Jahr noch einen bauen, 500 Kubikmeter groß. Und nächstes Jahr will er noch einen anderen bauen, auch nochmal 200 Kubikmeter groß. Aber diese habe ich gedacht, ich wollte diese. Also Asker hat ja ein kleines Haus. Ja, Asker hat das genommen für seinen Hühnerstall. Ja. Asker hat das gar nicht fürs Haus genommen. Ja, ich wollte es auch für Hühner haben. Okay. Aber dann glaube ich, also, wenn du zum Fußboden nimmst. Aber ich meine, du hast doch alles fertig hier. Dann müsst da noch mal neues Material rein. Ja, aber das ist ja kein Problem. Ich habe es ja so auf diese, was heißt es? Höhe. Wenn man bauen. Fundament. Nee, du, wenn, die, wenn man im Fußboden. Die Bewährung. Mit Eisen. Mit Ehren. Also, mit Eisen. Eisen. Rionet. Rionet. Ja. Genau. Rionet habe ich ja 16. 4 mal 4. Ja. Ah, okay. 50 Meter auf jedes Netz. Ja. Und zusammen hier auf hier geschlossen. Ja, ja, ja. Ups. Und die liegen hierher. Diese, das ist nicht. Das war falsch. Okay. Habe ich sofort. Okay. Aber hier sind eine. 4. 4. 4 und 4. Aha. Rührlich. Ja. Und dann nehme ich aus wie Installation. Nicht? Und dann kann ich. Und die Schlange habe ich ja runter und die Rinne oben. Ah, okay. Ich muss dir gleich noch was zeigen. Ich habe im Auto noch Silonetz. Kennst du das grüne Silonetz? Und wenn du das über die Rionet drüber legst, dann kannst du das so runterziehen. No, dann kann man das Material. Dann kann man das besser abbauen. Ist der zusammengesackt? War der höher? Die Höhe war 1,5 Meter höher. Ja. Das war bis hier. Okay. Das aber der ist jetzt aus, oder was? Der, keine Temperatur mehr? Ich habe es ausgeschaltet. Ja. Wie viel Grad hast du noch drauf? Ja, es war rund ungefähr 30. Aha. Aber das ist komisch, ne? Ja. Also normalerweise müsste man jetzt hier noch... Also mich wundert Gülle das. Gülle drauf machen, dann müsste eigentlich noch... Ich habe auch ein bisschen Gülle. Vom Anfang. Und einmal mehr. Okay. Denn eigentlich müsste der noch laufen, denn das Material ist ja sehr gut. Ja. Genial. Das ist ja nicht ganz. Im Anfang war es so. Ja, nicht. Ja, ja. Und das ist nicht. Das ist ja. Ich glaube, wenn man das Material richtig... Also wenn du zum Beispiel jetzt hier nochmal Hühnermist drauf machen würdest und noch ein bisschen Gülle von den, also Rindergülle drauf machst, dann geht der nochmal los. Dann muss der nochmal warm werden. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Feucht ist er. Denn der ist nicht fertig, denn das Material ist noch wirklich gut. Da kommt noch was raus. Das sieht okay aus. Ja.
oder? Ja. Ja, total okay. Super. Oder Kartoffelstärke. Wo kann man denn Kartoffelstärke herkriegen? Wie lange ist er denn gelaufen insgesamt? 6 Monate? Nee. 9? Das war ja ein Jahr fast. 12 Monate. Ja. Aha. Da bin ich mir auch sicher. Das ist. Und ich meine, für dich ist es ja nur Arbeit. Also in Anführungsstrichen nur Arbeit. Du hast ja das Material, hast du ja da. Ja, das ist. Da hast du Arbeit. Da hast du ja in 4 Stunden hast du das ja voll. Ja, du kannst das ja hier. Ist klar. Das kannst ist ja hier. Kein. Das ist ja, das nicht mach viel. Mal. Das ist nicht viel Arbeit. Ja. Ich habe 800 Meter hier. Ja. 32er. 32er. Das sind 480 Liter Wasservolumen, die hier drinnen sitzen. Ja. Hast du schon ungefähr eine Übersicht, was du gespart hast in der Zeit? Nein. Hast du nicht? Hast nicht geguckt? Also hast du es an der was hast du, Gas oder Öl hier? Ich habe ja. Ich hatte ja 2 Wärmepumpen. Achso, ja. Aber das war ja auch, als ich gesagt habe, die haben ja so viele Fehler gemacht. Auch mit der Wärmepumpe? Mit Wärmepumpe und. Ja? Das war ja ganz verrückt. Ach. Und da war ja ein bisschen kalt im Winter, nicht? Ja, ja. 2 Tage ohne Wärme im Haus. Das glaube ich dir. Nicht, das ist kein Perfekt. Nee, aber dann hast du auch nicht den richtigen Heizungsmonteur an der Hand. Nee, das hab ich. Ne? Da musst du echt Spezialisten kommen, du. Ist aber läuft die Wärmepumpe denn jetzt? Ja, ja. Ja. Bis auf und dann läuft die Wärmepumpe. Und hier hast du jetzt auch Hühnerfarm mit drin nee, und die nee. Hühnerfarm ist, glaub ich, nee, nicht hier. Achso, hier nicht. Das ist in Bredebro. Ah, okay. 7 Kilometer hier. Aber dann mit dem Transport von den Hühnern ist das auch kein Problem. Das ist ja geil, echt. Das ist ja geil, echt. Hammer! Eine Kuh-Disco! Ja, hier befinden wir uns auf dem Gut, wo wir gerade den Biomaler besichtigt haben. Ein eindrucksvolles Gebäude. Und eine wunderschöne Landschaft hier. Ja, hier stand früher mal ein Schloss, wo ich gerade gehört habe, das haben, als die Deutschen hier aus Dänemark vertrieben wurden, die Landbevölkerung ist dann hierher und hat die Steine von dem Haus abgetragen, um damit ihre eigenen Häuser zu bauen. Wow.